Moko Moko Mo, Galli Grü und willkommen zurück zur Switch-Version von Paper Mario, die Legende von Millionto. Und wir steppen jetzt hinein in das große geheiligte Finale, weil wir sind hier auf dem Turmplatz des Äonenpalastes. Und ja, wer weiß, was uns hier noch so erwarten wird. In diesem Sinne lassen Sie jetzt aber schleunigst einen Daumen nach oben dafür den heiligen Support. Ich glaube, heute wird's. Es wird maximal über weird und nicht nur über wild, wie ich sonst auch immer gerne zu sagen pflege. Wir haben neue Gegners. Und zwar hier der Magi-Mac. Lecker. Ich mag Magi. Like, wenn Sie auch Magi mögen. Magi. Na klar. Er ist eingefroren. Yeah, let's go. Ist die Frage, können wir ihn nun glatschen? Falls nein. Oh mein Gott. Falls nein, wäre meine Frage gewesen, ob er immer noch in der Eisform gewesen wäre. Who knows? Ein sehr weird aussehender Gegner, der auch generell sehr weird ist. Den gibt es noch später im Spielverlauf, im Postgame oder auch in dem Pit of 100 Trials. Gibt es den noch zweimal in noch weirder, in anderen Farbkombis und dann noch mit viel mehr Verteidigung. Ich habe es durchgemacht. Es war... Ihr glaubt es nicht. Ich habe die Challenge geschafft. Ich war beim Pit of 100 Trials. Ich weiß den deutschen Namen nicht. Ihr seht es wahrscheinlich im Titel oder so. Wenn mir nichts Besseres für diesen Titel einfällt. Ja. Ding ist... Oh nein. Ich habe erwartet, bei dem Pit of 100 Trials, dass es anders als im Original... Wenn wir von Quality of Life und so weiter sprechen, da haben wir ja die letzten Parts so ein bisschen drüber geredet, right? Wieso? Ich meine, ich kann teilweise verstehen, warum es bei dem Pit of 100 Trials keine Möglichkeit gibt zu speichern. Ich verstehe den Punkt dahinter. Nur teilweise muss ich wirklich sagen, finde ich es dann doch ein bisschen, naja, schwachsinnig, die Spieler oder die Spielenden diese gesamte Zeit über aufzudrücken. Klingt weird, aber... Man ist, wenn man so auf ungefähr Level 30 ist, braucht man so roundabout, keine Ahnung. Ich war relativ schnell, ich habe versucht schnell zu machen und ich habe, glaube ich, ich müsste durch mein Gameplay schauen, aber ich glaube, das waren 3 Stunden oder so, die ich da verbracht habe. Junge, so viele Ultrapilze. Einfach der leckere Schmecki. Ich glaube, mindestens 3 Stunden waren das, aber actually, lass mich kurz googie. Ja, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe ziemlich gut geschätzt. Ich war bei etwas über 3 Stunden oder so. 3 Stunden 5 Minuten maximal, die ich da drin verbracht habe. Und das ist halt eine arschlange Zeit, wisst ihr? Das ist halt so eine arschlange Zeit. Du bist da drin gefangen, wenn du alles quasi... Wenn man es so sagen kann, auf einen Schlag machen möchtest. Klar, du hast natürlich die Möglichkeit zu verlassen, aber das bedeutet halt auch, dass du halt alles wieder von vorne machen musst. Wobei ich sagen muss, na klar, es gibt am Anfang der Pit of 100 Trials in diesem Raum, gibt es die Möglichkeit, also ne, links vom Äonenplatz, wenn man das so sagen kann, wo man immer die Sternkristalle, oder wie die heißen. Wie heißen die hier in diesem Spiel? Crystal Stars heißen die im Englischen. Aber hier heißen sie ja Sternjuwelen. Und links davon ist ja dieser Entry, dieser Eingang. Und ja, auch wenn ich sagen muss, dort ist neuerdings eine also so ein kleiner Puni, so ein kleines Wesen aus dem 2. Kapitel, glaube ich, dem Waldgebiet. Oder das 3., ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das 2. war es. Ist auch egal, aber so ein Puni war das. Und der kann einen halt 50, also bis zu, ich sag mal, Etage 50 skippen lassen. Das heißt, du zahlst ihm 300 Münzen, das ist schon nicht wenig so. Und dafür darfst du dann halt, ja, so mehr oder weniger auf Etage 50 kommen. Skippst entirely 50 Etagen. Ist... sehr cool. Wir wissen aber selber alle, dass die meiste Zeit von diesen knapp... Ich gehe jetzt mal von diesen 3 Stunden aus pro Person, dass man dann trotzdem knapp 2 Stunden in der letzten Hälfte verbringt. Also die ersten 50 Etagen, da ist man so knapp... I don't know.
maximal 90 Minuten oder so drin. Also, es ist schwer zu schätzen, natürlich, es ist pro Person immer anders. Ich würde sonst immer davon ausgehen, 50 Etagen, also so knapp 60 Minuten. Ist aber auch sehr, sehr, wenn du sehr speedrunst, sehr, sehr gut bist, alle Runden first tries, also alle Gegner in der ersten Runde immer besiegst, und das kommt auch nicht immer vor. Also sagen wir knapp, ne? Wie gesagt, 1,5 Stunden, 90 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, selbst in den letzten 50 Etagen, glaube ich, gibt es auch nochmal die Option, dass du einen Puni triffst, der dich nochmal ein paar Etagen weiter runterbringen kann. Ding ist aber, was mich da halt so ein bisschen stört, ist, wenn, also der 100% Anspruch. Ich meine, das hat mir dieser Run gezeigt, den ich gemacht habe. Selbst im ersten Anlauf kannst du es prinzipiell, theoretisch, nicht schaffen, alle Gegner zu entryen im Tadlock, also in diesem, ne, wenn Gumbrina halt einen in dieses Dictionary guckt für die Gegner. Einträge und so. Nur 3 Angriffe ist sehr räudig, aber wir machen es trotzdem mal. Wir taken das. Und der 100% Anspruch bedeutet halt am Ende des Tages, du machst alle 100 Etagen. Zumindest beim ersten Mal. Und selbst, wie gesagt, beim ersten Mal in 100 Etagen, ich habe alle 100 gemacht und ich habe es nicht geschafft, alle Gegner zu tadelloggen. Ein Eintrag hat mir am Ende gefehlt. Wisst ihr, was für ein Gegner das war? Das war einfach ein scheiß Pocky, Allah. Einfach ein Pocky, der irgendwo auf Etage 12 bis 18 vorkommt oder so. Wollen die mich verarschen? Ich bin einfach nur Hashtag sauer. Hashtag Saui. Oh nein. Oh, zum Glück nicht Dizzy. Confused. Und gerade wenn du halt diesen 100% Anspruch hast, dann willst du halt auch jeden Floor machen. Das ist das Ding. Du willst auf jede Etage, du willst im besten Fall... Was? Gegner können... Also auch Bossgegner können verwirrt sein? Das ist ja weird. Ich dachte, die sind immer davon ausgeschlossen. Das ist schon stark. Aber ja, beim zweiten Anlauf, wenn man es dann einmal geschafft hat und sich dann quasi halb eingeschissen hat, ab Etage 90, weil es ab da halt wirklich bockschwer wird und du einfach nur jeden Gegnerschwarm skippen willst. Das sind ja am Ende auch immer diese Amazy-Daisies dabei, also diese Gegners, die eigentlich ich habe die deutschen Namen nicht mehr im Kopf, aber Twilight Town, wo auch dieses Waldgebiet ist, ja, dieser Horrorwald, wo diese Blumengegnerinnen vorkommen. Und die tauchen halt auch ganz am Ende auf, aber bei mir sind sie glücklicherweise immer geleftet, weil sie halt arschviel Schaden machen können, sich aber meistens, oh fuck, dazu entscheiden. Oh nein! Sie entscheiden sich meist dazu, dann doch den Kampf zu verlassen. Die haben meistens keinen Bock zu kämpfen. Und das ist ja auch erstmal ziemlich based, right? Und ich nehme es auch dankend entgegen, weil die geben mir doch eh nur einen verdammten Sternpunkt. Wisst ihr, wie viele Sternpunkte mir Bone Tail gegeben hat? Also der Knochendrache. Ich spoiler einfach, weil das Spiel ist 20 Jahre alt. Who fucking cares, Alter? Bone Tail. Ich glaube, der hat 200 KP oder so. 8 Angriff ist ein mies harter Gegner. Und der drückt einfach bei Level 30 zumindest einen Sternpunkt aus. Einen Sternpunkt. Wollen die mich trollen? Okay, ich glaube, wir haben die letzte Phase hier. Oh nein. Oh nein, jetzt ist er besonders stark. Ich glaube, der kann jetzt 18 Schaden pro Hit machen. Wir hätten mit Gumbrina angreifen müssen, Alter. Yoshi ist eigentlich voll der Waste. Weil ihr seht ja auch seinen Schaden, also seinen Schaden trotz des Boostes nicht allzu hoch. Hoffen, dass er es jetzt... Nein, das war es immer noch nicht. Ja gut, ne? Dann wasten wir mal ein Ultra-Builds.
Und ein Angriff. Es fehlt nicht mehr viel, er ist gleich down. 15 Schaden, Alter. 15 Schaden, wild. Oh nein, was passiert jetzt? Oh, bitte nicht auf Yoshi, du Sau. Yeah. Ja, die RNG ist einfach nur yeah. Junge, Yoshi Junior schon in der Peril. Zweimal Exzellenz sogar geschafft. Ich knacke das Timing, Junge. Wir werden zwar hier in diesem Let's Play nicht den Pit of 100 Trials machen. Ich will jetzt wissen, wie der auf Deutsch heißt. Es reicht mir. Ich sag das die ganze Zeit auf Englisch. Es tut mir leid. Aber ich bin froh, dass ich das durch habe. Es ist mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Und einmal reicht halt. Wisst ihr, was ich meine? So. Ab Etage 90, wie gesagt, da fängt der ganze Spaß erst so richtig an, dass du wirklich taktieren musst, okay, wie gehe ich jetzt taktisch vor? Und meistens endet es halt dann bei der Stern, also beim Power Plus, dass ich die Werte von Mario und meistens dann Gumbrina nach oben erhöhe. Damit die, also weil die beiden in Kombi machen halt mit ihren Endlos-Attacken den meisten Schaden, das muss man einfach neidlos anerkennen. Also klar, Mario sowieso, aber Gumbrina, wenn die den Multibonk macht, kann die halt fast genauso gefährlich sein wie Mario. Und halt, wenn man es halt bis kurz vor Exzellenz schafft, dann vielleicht sogar... Oh ne, das war klar. Ich hab's mir schon fast gedacht. Eieieiei. 20 Schaden kann sie machen mit dem Multibonk im, ach, nee, danke. Wenn sie den Stern plus, wenn sie eben gebufft worden ist, ihr Tag und... Naja, auch ihre Defense. Aber Paper Mario. Ja, Mario. Was machst du da? Die Legende vom... Oh, Mario. Guckel. Unglaublich. 100 Flure oder so ein Cringe. Wie nennt sich das hier? 100 Etagen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Der Duellkerker. Okay. Das ist ein passender Name. Es kommt wirklich rüber wie ein Kerker. Wie ich schon gesagt habe, du darfst halt nicht speichern im Duellkerker. Nicht mal auf Etage 50 oder so. Es gibt ja diese Refresh-Etagen, ne? Die gibt es dann halt von Etage 10, 20, 30 aufwärts bis 90, das ist die letzte. Und du hast halt auf keiner einzigen Etage die Möglichkeit zu speichern. Nicht mal im Remake. Und wie gesagt, 3 Stunden, das ist eine arschlange Zeit. Also, schaff mal 3 Stunden. Das Ding ist, ich konnte dieses Spiel jetzt auch nicht auf Vorrat aufnehmen, jedenfalls nicht im Deutschen. Naja, weil, wenn ich das Spiel beendet hätte, hätte ich meinen ganzen Progress verloren. Und das, da habe ich halt auch null Bock drauf gehabt. Ist vielleicht verständlich, oder? Kann man vielleicht nachvollziehen, dass ich da sage, ja okay, dann... Muss ich das jetzt halt am Stück machen und so? Und ich weiß, ich hätte mir einen besseren Zeitpunkt aussuchen können, aber trotzdem hätte ich dann 3 Stunden hier sitzen müssen. Am Stück. Wahrscheinlich sogar an einem Tag, in einem Schubs. Oh mein Gott, Alter. Wir leben gefährlich. Nicht mal ein Level abbekommen. Das ist der Scam. Ja, du kannst halt nicht speichern, es ist halt so, I don't know, wenn du das halt auch, also mir geht das zumindest so, wenn du das halt 1 Stunde am Stück spielst, okay, 2 Stunden am Stück, ist halt so in etwa, Bruder, ich krieg hier gleich wirklich so, monotone Erscheinungen oder sowas, also ich kann nicht mehr, möchte ich damit sagen, ich fühle mich so ausgelaugt. Wenn ich so 50 Etagen am Stück gespielt habe. Und du musst halt auch fast in jedem Kampf musst du ja taktieren. Mit, also im besten Falle, dem richtigen Partner der Wahl. Weil, klar, natürlich kannst du jedes Mal mit Gumbrina angreifen, aber es gibt Gegner, da macht das halt keinen Sinn. Weil das halt Stachelgegner sind oder Feuergegner. Und dann kannst du halt, ihr gettet den Point, so du musst halt schauen... Wie du da verfährst. Lass uns die zweite Etage oder das erste Obergeschoss. Second Floor, glaube ich, heißt es im Englischen. Fangen wir hier an. Hm. Ich
kann die Rätsel, deswegen ich guide euch hier durch. I got you. I got you. Mm. Und ich hätte wirklich erwartet, Quality of Life technisch, dass die da wirklich ankommen und zumindest auf Hälfte der Etagen zumindest so nett sind und sagen, oh nee, ich muss das jetzt wirklich mit Yoshi machen, aus bestimmten Gründen. Dass die da zumindest sagen, okay, ihr habt einmal habt ihr die Möglichkeit zu speichern. Einmal. Ein einziges Mal. Und wie gesagt, ich kann absolut nachvollziehen, warum sie sich dazu entschieden haben, das Speichern zu deaktivieren und auch nicht im Remake reinzubringen. Und zwar, weil man ja sonst cheaten könnte. Und du könntest ja sonst jeden Gegner noch einmal versuchen und dann dieses Try-and-Error-Prinzip quasi... Okay, ich glaube, das ist die Reihenfolge. Try-and-Error könntest du dann halt versuchen, dann wieder vom Speicherblock weiterzumachen, nachdem du einmal verkackt hast. Ja, natürlich so, aber jetzt mal ganz im Ernst, Mann. Ich hab's im ersten Versuch geschafft. Ich bin mir sicher, der Großteil der SpielerInnen, die werden das schaffen, auch im First Try zu machen, sofern sie Roundabout Level 30 sind, so. Also ganz ehrlich, das ist ja kein Hexenwerk, so. Ich kann irgendwo verstehen, dass man den Leuten die Möglichkeit zum Cheaten nehmen wollte, aber das ist halt nicht notwendig. Das ist halt wirklich nicht notwendig. Da quasi so einen Wind zu machen, für eigentlich gar nichts. Ja, und selbst wenn, also ganz ehrlich, ne? Selbst wenn man stirbt, nachdem man gespeichert hat, ihr wisst es vielleicht, aber ich sag's trotzdem, du hast die Möglichkeit, nach jedem Kampf, in dem du Game Over gegangen bist, also Marios KP auf 0, du hast keine Möglichkeit, nochmal irgendwie zu gewinnen, Marios Dead, das will ich damit sagen. Sobald dieser Punkt gekommen ist, hat man im Switch Remake die Möglichkeit, es noch einmal zu versuchen. Also du kannst den Gegner nochmal versuchen, herauszufordern, obwohl du verloren hast. Das gab es im Original nicht. Und das ist ja auch ein Quality of Life Upgrade. Ich glaube, das geht selbst... Nein, Yoshi, nein. Er ist gestorben, F. Wisst ihr, du hast doch sogar die Möglichkeit, es dann trotzdem nochmal zu versuchen. Das macht halt, weiß ich nicht, dann in der Hinsicht ein Speicherblock, jede 10. Etage von mir aus, nicht unbedingt obsolet. Wisst ihr, was ich meine? Also, das begünstigt das ja sogar noch viel mehr, weil wenn die Leute schon restarten dürfen, nachdem sie Game Over gegangen sind, dürfen, ja, dann gibt ihnen doch auch die Möglichkeit zu speichern, weil wenn die Leute cheaten könnten, nachdem sie speichern... Ja gut, vielleicht beides in Kombination ist vielleicht ein bisschen zu OP, das kann ich auch nachvollziehen. Nein! Oder hätte ich das vorher lesen müssen? War das jetzt wirklich die falsche Reihenfolge? Ach, leck mich doch. Ach, wir kommen gleich zur Reihenfolge, aber... Ey, nochmal, ja? Ich finde, ein Speicherblock alle 10 Etagen auf der Refresh-Etage ist für meine Achten... nicht unbedingt ein Faktor mehr zu cheaten, weil man im Switch Remake ja anyway die Möglichkeit hat, nach jedem verlorenen Kampf es nochmal neu zu versuchen. Also, ich verstehe halt nicht diesen Sinn, da so einen, ja, Stress zu machen. Aber vielleicht bin das nur ich. Wie denkt ihr darüber? Wärt ihr fein gewesen mit einem Speicherblock? Zumindest auf der 50. Etage, sodass man sich dann zumindest auch darauf einstellen kann, von wegen, hey, na, bis Etage 50 und dann kannst du halt eine Pause einlegen. Vor allem, Nintendo ist bekannt dafür. Nintendo ist die Firma, wenn es darum geht, hey, bist du müde oder so? Schalte doch das Spiel aus und mach eine kleine Pause. Guckt euch Mario 3D World an. Ja, okay, es ist eine Mobile-Konsole. Eine tragbare Mobile-Konsole. Ja, natürlich. Aber trotzdem. Trotzdem finde ich hier den Punkt
Oh nein. Nicht ganz angebracht. Wisst ihr, was ich meine? So, dann doch nicht dafür zu sorgen, dass es eine Speichermöglichkeit gibt. Es ist halt... I don't know, es ist verschenktes Potenzial und es könnte zum Frust der Spieler enden. Sag ich euch, wie es ist. Sag ich euch, wie es ist. Also... Es ist ein möglicher Triggerpoint. Weil wer hat heute schon drei Stunden am Stück Bock, irgendetwas zu spielen, ohne die Möglichkeit haben zu speichern? Das ist das nicht in der heutigen Zeit voll der... Das klingt vielleicht nach einer Abturner oder so. Generation TikTok, Aufmerksamkeitsspanne bei null. Und ihr erwartet von den Leuten, Nintendo, dass sie das jetzt sogar noch alles am Stück machen, oder was? Was ist denn da los? Das ist schon sehr optimistisch, wenn ihr mich fragt. Ich mach den Powering nochmal. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Feature haltet oder von diesem nicht existenten Feature, dass man nicht die Möglichkeit hat, zu speichern. Im Duellkerker. Obwohl es so viel Sinn gemacht hätte. Er lebt immer noch. Ach du Scheiße. Ich will jetzt nicht meine ganzen guten Items rauswerfen, Alter. So klar, dass es ihn nicht trifft. Aber na klar, dass es Yoshi trifft. Hallo, ich habe gedrückt! Miesen Schweine. Wenn das jetzt wirklich nicht die Reihenfolge ist, ich raste aus. Ich war der Ansicht, dass die Reihenfolge beim ersten Mal roter Cooper, dann grauer Cooper, dann der schwarz-weiß Cooper und dann halt der Cooper hier, dass das die Reihenfolge sein muss. Und da wurde ich eines Besseren belehrt. So, nee, ist es nicht. Es geht halt hierbei darum, vom Schwächsten zum Stärksten und ja, mein Gott, endlich haben wir es. Sehr schön. Es ist wirklich unglaublich. Ey, und wir sind kurz vor dem Level-Up. Wir haben das sehr, sehr krass ausgereizt mit dem Kämpfen. Das habe ich natürlich alles bewusst getan. Aber ja, klar. 93 EP. Ist schon nicht schlecht. Sollten aber trotzdem gleich einen Heilblock aufsuchen. Oder was heißt gleich? Ich gleich für euch im nächsten Part. Aber na klar. Ich glaube, vorher machen wir, bevor wir hier den Part beenden, noch hier diese Etagen fertig. Was ist das Ding hier? Wer weise ist, hält sich zurück. Im Schatten liegt die Weisheit. Ist das so, ja? Dass im Schatten die Weisheit verborgen liegt. Ich glaube, da kann uns nur eine helfen. Vivian die Maus. Ha. Ha. Ich war mir sicher, irgendwo da in der Ecke muss ein Block sein. Aber ich habe noch ein bisschen Guidance gebraucht. Ein bisschen Hilfe. Zweiter Turmschlüssel. Let's go. Wir sind sehr gut dabei. Es gibt pro Etage 4. Und der dritte oben links, oder was heißt der dritte? Von mir aus jetzt der, ja, der letzte, den wir jetzt sammeln werden auf Etage 2. Der ist tricky, der hängt mit zwei Räumen zusammen, bevor ich diesen Raum halt lösen kann. Erleuchtung bringt Sterne da, geradeaus, zerstöre, was dich stört. Ah ja, okay. Es scheint Bobbery zu sein. Mhm. Die Rätsels. Let's go. Ja, und damit würde ich sagen, oder wie lang ist denn der Part? Ach, hier ist ja noch voll Zeit. Ist doch noch voll viel Zeit. Ich dachte, ich habe so viel gelabert, dass ich wieder jenseits der 30-Minuten-Marke bin oder so, aber das ging ja noch. Ja, dann lass uns mal den letzten Raum auf der zweiten Etage lösen, indem wir den Raum oben links auf der ersten Etage lösen. So ein Ding ist das nämlich. Wir machen nämlich jetzt den hier.
Jetzt mögen wir meinen, hey, da ist doch gar nichts, du Trottels. Aber es fügt sich wie so ein Puzzle zusammen. Die Räume oben links auf der ersten oder halt auf dem Erdgeschoss und in der ersten Etage. Wenn ich zweite Etage gesagt habe, sorry, ich meine, ne, die erste Etage, das erste Obergeschoss. Second Floor im Englischen, ich hänge mich immer daran auf, jedes Mal. Diese beiden Räume, die korrespondieren zusammen. Junge Mario, willst du mich denn abziehen? Ich glaube das nicht. Ja, und auch immer an den heißen Tagen. Hydratisiert bleiben. Meine Kerle und Kerl dienen. Das war der Block und jetzt können wir endlich im ersten Stock oder nein, im Erdgeschoss weitermachen. Und viel erwartet uns hier nicht mehr, das kann ich sagen. Es ist nicht mehr allzu viel. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so wie ich das im Kopf hatte im Original, musste man halt auf der GameCube nicht zuerst, nachdem man den Turm betreten hat, nach ganz oben gehen und dort diesen Sternschlüssel einsetzen, sondern du konntest schon sofort die Rätsel lösen auf den ersten beiden Etagen. Und hier ist es halt andersrum. Also du musst halt zuerst nach oben gehen, diesen Sternschlüssel einsetzen und dann kannst du die Rätsel machen. So wie ich das im Kopf hatte. Oh, entschuldigen Sie. Prove me when I'm wrong. Und ich glaube, hier geht es einfach nur darum, dreimal links, dreimal rechts. Irgendwas mit Gleichgewicht oder so. Oder zweimal rechts von mir aus. Ich glaube es wirklich nicht. Wir kommen sehr, sehr, sehr gut voran. Wir kommen im Finale, in dem wir uns actually auch gerade immer noch befinden, trotzdem immer und immer näher. Wir sind sehr, sehr gut dabei. Ich glaube, das könnten vielleicht noch so, boah, vielleicht zwei Parts sein oder so. Okay, das ist strange. Brauche ich Bobbery dafür? Nein, vielleicht Madame Verona. Sehr, sehr stark. Ich muss euch aber auch ehrlich sagen, wir haben jetzt den 30. Juni. Ich hatte ja vor ein paar Parts über Mario Eclipse geredet. Bruder, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Hui. Speedrun. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel schon draußen ist oder ob sie es verschoben haben. Ich muss unbedingt nach diesem Part oder auch nach dem nächsten, den ich aufnehme, unbedingt mal die YouTube-Startseite refreshen und schauen, ob ein Release-Trailer da ist von dem Game. Ding ist aber, ich will erstmal diese Last hier von der Schulter haben. Also quasi, damit würde ich sagen, Paper Mario erstmal zu Ende Let's Playen und dann mit dem neuen anfangen, weil dann habe ich es halt hinter mir, wisst ihr? Es ist auch so ein krasser Stein vom Herzen gefallen. Ich habe es auch am Anfang gesagt, als ich den Duellkerker geschafft habe. Und, ne, ihr müsst halt wissen, ich habe den Duellkerker nach der Hauptstory gemacht. Das heißt, es sind halt schon zwei große Steine vom Herzen gefallen. Zwei, ich sag mal, Checkpoints für das 100% Walkthrough sind endlich vorbei. So, und ich kann mich endlich dem Postgame widmen. Und all die Nebenquests, die mich da erwarten. Und ist dir so, das ist halt so viel stressfreier, weil du weißt, ey, da erwartet dich jetzt nicht mehr allzu viel Shit und so. Du kannst einfach ganz entspannt drauf loszocken und das einfach runterspielen. Und das ist ja auch sehr based. Ich glaube auch, viele Parts fehlen bei mir im Englischen auch nicht mehr. Also,
Klar, natürlich. Ich muss unbedingt den Duell-Kerker nochmal machen, ein zweites Mal. Weil er so eine Überraschung ist. Da will ich nicht spoilern. Ich hoffe, ich habe es im Let's Play nicht schon einmal gespoilert. Weil das ist actually eine neue Sache, die dort dann passiert, wenn man da ein zweites Mal auf Etage 100 kommt. Und nein, es ist kein Bone Tail Rematch. Es ist was komplett anderes. Und ich liebe Nintendo dafür, dass sie das gemacht haben. Und klar, ich war in den letzten Parts hier und da schon mal ein bisschen kritisch zum Spiel. Ich habe ein paar Kritikpunkte geäußert. Und trotzdem muss ich sagen, sie haben dieses Spiel noch viel definitiver gemacht. Und definitiv auch, ne, durch eben die 4K-Auflösung, die im Spielcode versteckt ist. Ich hatte dazu ja auch, glaube ich, ein Video gemacht. Ich glaube, relativ zu Anfang, ich erinnere mich so, Logarths Burg, Kapitel 1, habe ich, glaube ich, drüber geredet. Und ich glaube, jetzt habe ich vergessen, wo ich war, Alter. Diese verdammte Zwischensequenz. Aber die 4K-Auflösung, Nintendo hält dieses Spiel auch safe für die Switch 2 bereit in dieser definitiven Version. Das wollte ich sagen. That's what I wanted to say. Und sie haben auch, wie gesagt, das Spiel durch die neuen versteckten Blöcke, unter anderem da oben links, erweitert. Es gibt aber einen missable Hidden Block, kann ich sagen. Und der ist extrem fies. Aber das will ich nicht spoilern. Das ist, ihr müsst das selber rausfinden. Das ist mein Rat, den ich euch gebe. Aber oh, ey, wirklich, ne? Ich will jetzt hier kein Fazit da lassen. Das Let's Play ist noch nicht zu Ende, aber ja, diese, klar, hier und da mal ne, Meckerei, aber am Ende des Tages ist es halt schon auch das beste Paper Mario, ne? Da müssen wir ehrlich sein. Aber ey, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Graben Sie sich wohl.